Guten Morgen, sehr geehrte Stipendiaten, Stipendiatinnen, liebe Kollegen und Kolleginnen und natürlich auch sehr geehrte Damen und Herren, die via Livestream zugeschaltet sind. Heute ist es soweit, heute ist der Abschlusstag des Mozart-Labors, der Tag der Stipendiaten und Stipendiatinnen, an welchem wir die Resultate der einzelnen Sektionen vorgestellt bekommen. In der Sektion Kulturvermittlung durfte ich innerhalb der letzten Tage ein Labor leiten zum Thema Social Impact durch Kunst und Kultur. Und in einer Gruppe aus 6 Stipendiaten und Stipendiatinnen haben wir 2 verschiedene Konzepte erarbeitet, die Sie im Anschluss gleich vorgestellt bekommen. Wir haben uns hier in Würzburg zusammengefunden vor einem leeren Blatt Papier und haben gemeinsam begonnen, Werte zu screenen, Schnittmenge von gemeinsamen Werten zu identifizieren und damit gemeinsame Projekte zu konzipieren. Alles geclustert, alles aufgeschrieben, alles durchselektiert und uns darauf geeinigt, in welche Richtungen es gehen soll. Diese Gruppe, diese wirklich fantastische Gruppe an 6 Leuten, hat 2 eigene Projekte dementsprechend erarbeitet. Und gerade die Arbeit daran möchte ich unterstreichen. Die war nämlich lange und viel innerhalb der letzten 3 Tage. Wir haben sehr viel Zeit gemeinsam im Sektionsraum verbracht und daran gearbeitet. Ich möchte Ihnen deswegen diese 6 Menschen kurz vorstellen, die Ihnen gleich diese beiden Konzepte präsentieren werden. Diese 6 Leute haben den Kern des Labors gebildet. Diese 6 Leute haben als Gruppe kollektiv über wichtige Werte nachgedacht und haben das in diese beiden unterschiedlichen Konzepte gegossen. Wir hätten hier beispielsweise Paul Biesmann. Er studierte Medientechnologie an der TU Ilmenau, Jazzpiano an der HFM Nürnberg. Er hat sich mit neuen Konzertformaten beschäftigt. Er arbeitet als Softwareentwickler und hat auch im Konzertbereich gearbeitet hinsichtlich der Erstellung von Visuals, soundreaktiven Visuals, elektronischer Musik, und er hat auch verschiedene Installationen erarbeitet. Herr Chichu Chen studiert Humanmedizin und er studierte Klavier hier an der HFM Würzburg bei Bernd Glemser. Er war auch Frühstudent an der Universität Würzburg in den Fächern Wirtschaftswissenschaft und Biologie, absolvierte mehrere Praktika in medizinischen Einrichtungen, arbeitete mit Menschen mit Behinderung und hat begonnen 2015 diverse Konzerte am Uniklinikum in Würzburg zu veranstalten. Er beschäftigte sich ebenfalls mit neuen Konzertformaten und mit dem Thema Synästhesie. Frau Leonie Klein studierte Schlagwerk und macht in diesem Fach gerade ihr Doktorat. Neben ihrer Tätigkeit als Schlagwerksolistin arbeitet sie außerdem als Musikredakteurin bei SWR 2. Sie hat mehrere Preise gewonnen, erste Bundespreise bei Musica Juventud, ist die österreichische Variante, bei Jugend musiziert hier in Deutschland, beim Bundeswettbewerb, und geht, wie gesagt, einer Tätigkeit als Schlagwerksolistin nach. Eine weitere Musikerin wäre Mirja Seiler, eine weitere der Stipendiatinnen. Sie ist Geigerin und sie studiert hier in Würzburg bei Corbinian Altenberger, spielt beispielsweise im Ensemble Reflektor. Sie spielt im Volkwang Kammerorchester Essen, im Ensemble Kontraste, bei den Nürnberger Symphonikern und hat sich ebenfalls mit Konzertkonzeption und Konzertdramaturgie beschäftigt. Dieses Jahr wurde sie ausgewählt, an der Grafenegg Academy teilzunehmen, und außerdem bei der Lucerne Festival Academy wurde sie ebenfalls eingeladen. Haytham Tantawi ist Musiktheaterregisseur, Schauspielcoach, Schauspieler. Und auch er hat eine musikalische Ausbildung im Gepäck und hat mit dem Klavier begonnen. 2015 gründete er das Sinai Orchestral Theater, eine unabhängige Musiktheaterkompanie in Berlin. Seit Oktober 2019 studiert er Musiktheaterregie an der HFM Karlsruhe. Dieses Jahr wurde er ausgewählt von der Richard-Wagner-Gesellschaft als einer der Bayreuth-Stipendiaten. Herr Vincent Wilke hat nach seiner Schulzeit eine Ausbildung bei der Polizei, bei der Landespolizei Baden-Württemberg begonnen, studiert derzeit an der Goethe-Universität in Frankfurt Musikwissenschaften und Philosophie und außerdem innerhalb eines Weiterbildungsstudiums an der Thales-Akademie in Freiburg Wirtschaftsethik. Allerdings ist auch Vincent Wilke alles andere als nicht mit der Musik vertraut, hat auch in frühester Kindheit damit begonnen, Klavier zu spielen, und hat dadurch in dieser Tätigkeit beispielsweise den Europäischen Hoffnungspreis der Europäischen Kulturstiftung Pro Europa gewonnen. Nun möchte ich Sie aber nicht länger abhalten, die Überlegungen und Konzepte dieser 6 Stipendiaten zu hören.
Es werden zwei Gruppen vortragen, zwei Gruppen zu jeweils drei Personen nacheinander. Die Projekte sind unterschiedlich. Das erste Projekt, das Ihnen vorgestellt werden wird, beschäftigt sich mit einem gerade jetzt wichtigen Thema, mit der Darstellung der Relevanz der Kultur bzw. der klassischen Musik. Sie sehen einen Slide bereits hinter mir von der Präsentation, die gleich stattfinden wird. Das zweite Projekt beschäftigt sich von einer künstlerisch-konzeptuellen Seite mit einem Thema der sozialen Verantwortung, und zwar mit einem Thema, das Menschen miteinander verbinden möchte. An dieser Stelle darf ich mich bei Ihnen verabschieden, darf das Wort weitergeben an die erste Gruppe, an Vincent Wilke, an Mirja Seiler und an Leonie Klein. Vielen Dank. Auch von uns dreien herzlich willkommen zur Projektpräsentation. Social Impact, zwei Wörter, mit denen wir uns die letzten drei Tage sehr viel beschäftigt haben, wo wir vieles darüber erfahren haben, was wir nie gedacht hätten, was hinter diesen zwei Wörtern steckt. Social Impact durch Kunst und Kultur, ein Thema, was sehr viele Fragestellungen aufwirft, was sehr viele Themenstellungen mit sich bringt und wo wir einen Raum gefunden haben, um da Formate zu entwickeln, die genau das, was hinter diesen zwei Worten steckt, vermitteln sollen. Wir möchten gern im ersten Teil der Projektvorstellung aus unserer Sektion auf eine Kampagne eingehen. Und das ist eine Kampagne, die in den letzten drei Tagen sich geformt hat, die immer konkreter geworden ist, so aus so Schleierhaftem, wo man noch nicht so genau wusste, wie kann das aussehen, in welcher Größendimension denken wir da und was Gestalt angenommen hat und letztendlich zu der Beschäftigung mit der Darstellung der sozialen Relevanz von Musik geführt hat. Und wir beginnen mal mit der Problemstellung. Dieses Seminar, das wurde konzipiert in der Zeit, als das, was wir jetzt gerade erleben, überhaupt kein Thema war, wo da überhaupt niemand dran gedacht hat. Und die Frage ist erstmal, was kann Musik? Wozu ist sie imstande, was kann sie leisten? Wir hätten uns wahrscheinlich sehr stark damit beschäftigt, welche Themen kann Musik aufgreifen, die in der Kultur aktuell sind, die eine Rolle spielen. Wie kann sich Musik zu etwas positionieren, was sie nicht direkt betrifft, was aber Musik als Teil der Kultur, was dann der Musik eine Verantwortung zukommen lässt. Also wo hat man auch eine Verpflichtung, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und da selbst gesellschaftliche Verantwortung in diesem Bereich zu übernehmen. Jetzt ist die Kultur selbst aber lahmgelegt. Also das, womit wir eigentlich zu den Menschen sprechen, das, was wir als Medium benutzen, das findet gerade nicht statt. Und es zeigt sich, dass die Verantwortung, die die Kultur übernommen hat in der Zeit vor Corona, dass das in vielen Köpfen gar nicht präsent ist. Und so kommt es jetzt, dass gerade in dieser Zeit sehr wenig Wertschätzung der Kultur gegenüber gebracht wird. Und dass man sieht, das, was die Kultur eigentlich immer übernommen hat, das ist so relevant. Diese Themen, die sind im Gedächtnis. Also es hat funktioniert. Man ist auf diese Themen aufmerksam geworden. Man weiß, was sind die Problemstellungen, die uns beschäftigen. Aber die Kultur als Medium dafür ist weniger präsent, als die Themen es selbst sind. Und so haben wir nach einem Lösungsansatz gesucht. Und zwar ist wichtig, dass man die Menschen darüber informiert, was ist die Wertigkeit, was ist die Wichtigkeit von Kultur, von Musik. Und Kultur ist etwas, das immer was zu sagen hat, das sich einmischt, das sich positioniert. Und es war immer da und es wird auch immer da sein. Also es ist was Stetiges, es ist was, wo sich Menschen orientieren können, das ist was, das gibt Sicherheit, das bettet das Ganze in einen festen Rahmen ein. Und so ist es eine Kampagne geworden, die nicht nur in diesen drei Tagen für uns eine Relevanz hatte, sondern die ein Thema abdenkt, das immer relevant ist. Diese Wertigkeit und Wichtigkeit von Musik, etwas, das, wie wir es jetzt vielleicht gelernt haben, dass man immer wieder beleuchten muss, dass man immer wieder
den Menschen sichtbar machen muss. Und so ist es eine Kampagne, die jetzt gültig ist, aber ihre Gültigkeit behalten wird. Was wollen wir den Menschen jetzt geben? Ich habe gesagt, wir wollen den Informationen liefern. Das sind natürlich einmal Fakten. Ja. Manchmal sind das Zahlen. Das kann was ganz Theoretisches sein, was ganz Trockenes sein. Und was wir als Medium in der Musik benutzen, das sind die Emotionen. Das heißt, wir wollen nicht nur sagen, das ist so, sondern was steckt dahinter, was verbindet der Mensch damit. Und wenn es um Emotionen geht, dann geht es darum, Geschichten zu erzählen. Menschen hören immer gerne Geschichten. Menschen werden von Geschichten dazu angeregt, nachzudenken. Vielleicht wollen sie selber mitgestalten, vielleicht wollen sie diese Geschichte selbst weitererzählen. Und das waren die Gedanken, die uns bewegt haben, diese Kampagne zu gestalten, diese Kampagne in eine Form zu bringen. Genau, an dieser Stelle würde ich übernehmen. Wir hatten uns natürlich mit der Frage gestellt, was ist auch in der Zeit, die wir zur Verfügung hatten, machbar? Also warum wir uns letztendlich für eine Kampagne entschieden haben, ist, wir wollten ein Format finden, was realisierbar ist, was wir auch dem Mozartfest Würzburg übergeben können als Angebot. Ob es umgesetzt wird, liegt an der Leitung des Mozartfests und allen Mitarbeitern, ob sie sich davon angesprochen fühlen. Aber letztendlich geht es tatsächlich in großen Teilen um die Umsetzbarkeit, die uns wichtig war, in den Tagen ein Format zu finden, was auch realisierbar ist. Und finanzierbar meinten wir auch, dass wir, es hätte sicher mehrere Ansätze gegeben, ein Konzept zu entwickeln, was dann vielleicht mit Kosten verbunden wäre. Und das ist ja auch genau das, was wir vermeiden wollen. Somit war es unser Ziel, auch eine vorhandene Infrastruktur, die das Mozartfest ja schon hat, in Form von verschiedenen Kanälen, online oder in Printform, mit einzubeziehen und damit auch eine hohe Reichweite zu erreichen. Das Ganze soll in Form von Posts stattfinden, unserer Idee nach, als kurze Statements, Fakten, die an die Öffentlichkeit getragen werden. Und jetzt werde ich den Inhalt noch mal genauer erläutern. Und zwar soll das Ganze in Form von Fotos, Videos, Texten, im Endeffekt Verlinkungen zu Material sein, was sich auf Studien bezieht, Statistiken, Zitate von geschichtsträchtigen Personen. Letztendlich gewährleisten die Medien ja eine Verbreitung und letztendlich wird Verbundenheit hergestellt zwischen den Personen, die miteinander vernetzt sind, die dann auch die Inhalte teilen können. Wir hatten uns überlegt, aus den verschiedensten Bereichen, also interdisziplinär, diese Quellen zu beziehen. Das können Inhalte aus der Wissenschaft sein, im weitesten Sinne, also Geschichte, Gesundheit, Soziologie, Statistiken, Wirtschaft, also alle Bereiche, die eben von der Kultur und der Musik angesprochen werden, und dass wir daraus die Informationen ziehen und unsere Inhalte generieren. Unserer Idee nach würde sich der Facebook-Kanal des Mozartfest Würzburg anbieten, um unsere Inhalte zu teilen. Wir hatten intensive Gespräche mit Frau Meining und Frau Hevernick, die Intendantin und die Leitung von PR und Kommunikation. Um das einfach zu sortieren, haben wir gesagt, mit Facebook würden wir eine große Masse ansprechen können. Wie gesagt, ausgehend von der Überlegung, dass wir eben die vorhandenen Kanäle nutzen wollen. Also dieser Facebook-Kanal wird bespielt mit Informationen, die als Post rausgegeben werden, kurze Schlagworte, die zum Nachdenken anregen, die neugierig machen, die dann auch motivieren, einen Link anzuklicken, sich vielleicht dann nochmal inhaltlich mit dem Text auseinanderzusetzen. Wir berufen uns dann natürlich auch auf belegbare Dinge, zum Beispiel vom Statistischen Bundesamt oder so, also irgendwas, was wirklich auch, dann einen wissenschaftlichen Wert auch hat. Mögliche weitere Kanäle, um das zu teilen, können natürlich auch Partnerschaften sein, die wir knüpfen könnten.
zum Beispiel mit Career Centers der Universitäten oder Musikhochschulen, die ja jeweils auch ihre Kanäle haben und auch irgendwie daran interessiert sind, diese Informationen weiterzugeben. Und natürlich sollen dann letztendlich, darauf würden wir dann noch eingehen, auch die Zuschauer, Gäste und Interessierten auch motiviert sein, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen, was gibt mir die Kultur, welche Geschichten habe ich zu erzählen, jetzt weniger die persönlichen, also der emotionale Wert, den können wir natürlich nicht darstellen, aber was weiß ich über Musik, was ist belegbar, was möchte ich irgendwie, dass die Welt, um es jetzt mal ganz groß auszudrücken, weiß über Kultur und den Wert von Kultur. Jetzt würden wir noch einige Beispiele gleich nennen. Ja, ich übernehme an dieser Stelle, bevor die Kampagne online starten würde, war der Gedanke, dass bald möglichst diese Kampagne in einer Newsletter, in einer Printform, vielleicht noch Ende dieser jetzt gerade laufenden Spielzeit vom Mozartfest herauskommt und dass die Kampagne dann startet online über den Zeitraum, bis die kommende Spielzeit vom Mozartfest nächstes Jahr 21 im Herbst diesen Jahres in dieser großen, dicken Broschüre erscheint, auf die vor allem dieses Stammpublikum ja, wie wir wissen, irgendwie immer wirklich wartet und sich freut und dass wir bis dahin schon diese Ankündigung oder dieser Kampagne gestreut haben, wo einfach kurz berichtet wird, Bezug darauf genommen wird, dass wir in diesem Mozartlabor dieses Jahr zu diesen Themen uns Gedanken gemacht haben. Und dann kommt das große Druckheft für die Programmschau nächstes Jahr raus. Und dann soll die Kampagne online starten, im Grunde über das ganze Jahr und dann in engerer Taktung, vor allem in den Wochen wahrscheinlich, bevor die nächste Spielzeit im Frühjahr nächstes Jahr angekündigt wird, dass die Leute irgendwie sensibilisiert werden auf das, was da kommen mag. Ganz besonders auch Bezug nehmend auf eine Vortragsreihe, die in der nächsten Saison zu ganz diesen hochaktuellen Themen stattfinden wird. Genau. Ich werde jetzt ein paar Beispiele möglicher Posts nennen, die wir in den letzten Tagen für uns gesammelt haben, die spontan irgendwie aus uns herausgekommen sind, die zum Beispiel sein könnten. 25 Millionen, ich bin mit diesen Zahlen unglaublich überfordert. 25.872.000 Theaterbesucher in einer Spielzeit, das muss man sich vorstellen, und im gleichen Zeitraum 13.426.000 Zuschauer bei den Fußball, also auf den Rängen der Stadien der Bundesfußballliga. Das ist richtig gesagt. Also das sind Zahlen, ich kann die persönlich überhaupt nicht begreifen. Und wir sprechen hier gerade über den sozialen Einfluss von Kunst und Kultur. Und wenn man das sich überlegt in diesen Zahlenverhältnissen, dann ist das ein sozialer Einfluss, aber das ist, und das merken wir alle gerade besonders, auch ein wirtschaftlicher Einfluss. Dahinter stecken eine Menge an Lebensexistenzen, Arbeitsexistenzen, die ganz besonders auch auf der Seite sitzen, die Kunst machen. Und wie ein Land mit so einer Situation umgeht, wenn dieses Ausmaß an Zahlen und dem Inhalt an sozialem Einfluss und kulturellem Inhalt nicht mehr stattfinden kann, dann hat das auch einen sozialen Einfluss auf die Leute, die das tun. Und als Kulturschaffende haben die Intention irgendwie, oder Kunst und Kultur möchte etwas geben. Also wir möchten die Menschen erreichen mit dem, was wir tun. Und im Moment ist es ein bisschen auch die Situation, dass wir nichts geben können und im Gegenzug auch etwas bräuchten, damit wir das an die Menschen, die Inhalte, für die wir eigentlich immer Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag meistens gerade stehen wollen. Also der soziale Einfluss unter Einfluss dieser Krise hat ganz neue Dimensionen angenommen, die wir uns vielleicht gar nicht immer so bewusst machen. Ein anderer Post könnte sein, die Welt schickt uns Müll, wir antworten mit Musik. Das ist ein wunderbares Beispiel für ein sehr nachhaltiges Konzept. Es gibt in Paraguay die Initiative, dass aus einer der größten Müllkippen des Landes dort Schrott gesammelt wird, daraus Instrumente kreiert werden, um jungen Menschen die musikalische Ausübung gewährleisten zu können. Das ist ein Bildungsprojekt
Und das ist integrativ, da wird jungen Menschen der Zugang zu Musik ermöglicht. Es hat einen Umweltaspekt, das recycelt wird. Und ich finde, die wichtigste oder eine ganz wichtige Aussage dabei ist, dass es zeigt, wie man mit der Fülle von Dingen umgehen kann, von denen man zu viel hat und die man vielleicht nicht haben möchte. Aber man kann es ja nicht wegtun. Also wir haben unendlich Filme auf diesem Planeten. Und das ist eine sehr gelungene Art, die Chancen daraus zu ziehen, das zu kreieren, das daraus etwas zu machen, um Chancen zu schaffen. Albert Einstein, für alles, was wir auf unserem heutigen Planeten an Fortschritt haben, nicht wegzudenken, war auch Musiker. Er war Geiger, er war Pianist. Man munkelt, hätte andere Berufe ergriffen, dann wäre er Musiker geworden. Seine Frau sagt über ihn, Musik hilft ihm, wenn er über seine Theorien nachdenkt. Ich habe, als wir diesen Link gelesen haben, noch ein sehr schönes Zitat gefunden. Wenn der berühmteste Physiker des 20. Jahrhunderts leidenschaftlich Geige und Klavier spielt, stellt sich die Grundsatzfrage nach dem Zusammenhang zwischen Kunst und Naturwissenschaften in der modernen Gesellschaft. Ich finde das hochaktuell und macht die Themenstellung, zu der wir uns hier gefunden haben, noch viel wichtiger. Ein ähnlicher Post, wie er schon war, mit eindeutiger Aussage, insgesamt besuchten 32 Millionen Menschen Musikfestivals in Deutschland in einem Jahr. Der Faktor dahinter lässt viel Ahnung. Wie erklären wir einem Alien, wer wir sind? Eine Antwort darauf fliegt im goldenen Weltall, im Voyager Golden Record, eine Datenplatte mit Musik von Bach oder Mozart. In den 70ern wurde die erste von Menschen gebaute Raumsonde ins Weltall geschickt. Und mit an Bord ist diese Golden Record. Das ist, als ich davon gehört habe, war ich irgendwie, mich hat das total berührt und ich habe mich an das Gespräch mit Frau Meining erinnert, als was sie auch hier in den letzten Tagen gesagt hat, dass das, was von den Menschen bleiben wird, was schon von den Menschen schon immer blieb und sind quasi unsere Hinterlassenschaften an kulturellen Errungenschaften in der Entwicklung und an dem Austausch und an den Sprachen, die wir sprechen, und Musik ist eine davon. Und in diesem Projekt ist das geschehen. Da haben die Menschen in den 70er Jahren Bilder, Musik, Aussagen, Dokumente gesammelt und ins Weltall geschickt, einfach mit der Hoffnung oder Idee, wenn da irgendwann mal ein anderes Lebewesen hinkommt, können die da sehen, was die Menschen bis dahin schon erschaffen haben. So, wir sind auf eine Liste gestoßen des Time Magazines. The Time Magazine. Jesus Christus steht auf Platz 1 der berühmtesten, prominenten historischen Persönlichkeiten. Und wir sitzen hier und treffen uns zum Thema Musik. Musik verbindet uns. Jesus, keine Religion ohne Musik. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. In der klassischen Musik kennen wir alle die Komponisten, die einen ganz großen Teil ihres Schaffens mit geistlichen Werken gefüllt haben. Bach, Monteverdi, Brahms, Haydn, Mozart, viele, viele weitere. In einer Zeit wie heute, wo das mit dem christlichen Glauben in der Gesellschaft einen anderen Stellenwert hat vielleicht als in der Zeit der Klassiker, die dort stehen, ist die Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben aber nicht weniger präsent, sondern er hat sich einfach verändert. Und dieser Post verweist auf eine Studie, auf die Sparte Contemporary Christian Music seit den 70er Jahren. Und es ist einfach super spannend, da mal reinzugucken, wie sich die Auseinandersetzung zwischen von Musik und Religion weitergesponnen hat. Also sie ist da, sie ist hochaktuell. Die Intentionen haben sich vielleicht verändert, aber die Auseinandersetzung ist und die Verbindung von Musik und Religion werden immer ganz essentiell bleiben.
Musik kann helfen, kann verbinden. Hier ein Beispiel eines integrativen Projektes in Ägypten, das Al-Nur Wal Amal Chamber Orchestra ist eine Musikinstitution und eine Einrichtung, die blinden Frauen ermöglicht, klassische Musik zu erlernen, Instrumente zu erlernen über die Brailleschrift. Es ist an eine Bildungseinrichtung angeschlossen, wo diese Frauen oder jungen Frauen vormittags in der allgemeinbildenden Schule sind und nachmittags Musikausbildung bekommen. Und dieses Orchester tourt international und ich habe Aufnahmen davon gehört, das ist wirklich sehr, sehr bewegend. In Europa auch eine wunderbare Initiative in Österreich. United Heartbeat sammelt Instrumente für Musiker und Musikerinnen, die ihre Heimat verloren haben, die hier angekommen sind, auf Pause sind, auf Durchreise sind, man weiß es nicht, die ihre Profession des Musikmachens mitbringen, weil es die ihre ist. Und diese Initiative möchte einzig und allein diesen Menschen Instrumente zur Verfügung stellen, damit sie das tun können, was sie tun müssen, weil es ihre Profession ist, weil sie sich dafür entschieden haben. Ich habe recherchiert, es ist eine sehr schöne Initiative, die vor allem sagt, sie möchte die Instrumente zur Verfügung stellen und keine weiteren Vorgaben machen, nicht sagen, es geht um diesen Stil, ihr sollt das machen, hier initiieren keine Konzerte, sondern ich finde das besonders schön, weil es einfach um, weil dort die quasi wird das Thema Interkulturalität, verschiedene Musikstile, Diversität in der Musik wird dadurch wirklich sehr, sehr schön unterstützt. Vielen vielleicht bekannt, die Initiative Live Music Now für die klassischen Musikstudenten, Studentinnen unter uns. Ich bin selber auch da, darf da dabei sein. Dieser Verein, diese Stiftung, die der berühmte Geiger und Musikpädagoge und wichtiger Mensch für die Musikgeschichte im letzten Jahrhundert, Sir Yehudi Menuhin, gegründet hat, ist die wunderbare Idee, jungen Menschen, die auf den Beruf einer Musikerlaufbahn hinarbeiten, einerseits die Möglichkeit zu geben, zu konzertieren und gleichzeitig diese Konzerte an Menschen zu adressieren, die sehr schwer Zugang haben zu musikalischen Veranstaltungen und das Erfahren von Musik. Also eine wunderbare Initiative. Ein Post stellvertretend für viele, viele andere Beispiele, wie Komponisten mit ihren Werken sehr eindringliche, eindrückliche Mahnmale setzen wollen. Krzysztof Penderecki hat das Werk Threnody to the Victims of Hiroshima komponiert und erinnert daran an die Opfer und das Ausmaß der Atombombenkatastrophe. Es gibt viele andere der Art und es ist ein gutes Beispiel. Und es wird leider niemals enden, dass es nötig sein wird und es wird hoffentlich immer, immer wieder Menschen geben, die die Musik als Mittel nehmen, das in unser Bewusstsein zurück. Musik und Medizin, Musik und Gesundheit, die Wirkung von Musik, jede heilende Wirkung auf Menschen ist auch immer wieder bekannt und besprochen. Hier ein Beispiel aus einer pharmazeutischen Zeitung, wie einfach der Zusammenhang wie Musik oder dann in der Spezialisierung des Berufs der Musiktherapeuten, der immer mehr an Bedeutung gewinnt, weil es einfach so vielleicht lange Zeit undenkbar großartige Auswirkungen hat, die man mit Musik erreichen kann, wie die Musik beiträgt bei dem Umgang von schweren Krankheiten, in diesem Fall das Beispiel von älteren Menschen, die an Demenz erkrankt sind, der Nachweis darüber, wie Musiktherapie Menschen aus depressiven Stimmungen heraushelfen kann, wie Menschen mit Demenz an ihre Langzeitgedächtnisleistung wieder herankommen, wenn man mit denen singt, wenn die aktiv musizieren können oder passiv Musik hören, wie man einfach ein ganz nachweisliches Plus an Lebensqualität und somit auch Gesundheit erzeugen kann. Madonna, wir kennen sie alle.
geliebt oder weniger geliebt, auf jeden Fall eine eindrucksvolle und stimmgewaltige Person. Ein Künstler, der seine rebellische Haltung und Spontanität verliert, ist tot. Dieses Zitat ist, glaube ich, für alle Persönlichkeiten, die wir jetzt an unserem Beispiel bereits erwähnt haben, egal wie alt, wie jung, trifft das auf alle zu. Und es trifft auch auf den Nächsten zu, der unser letztes Beispiel heute ist, den guten Mozart, weswegen wir dieses Fest hier auch feiern. Das Zitat von Madonna, finde ich, macht Mut in einer Zeit wie dieser ganz, ganz besonders. Und Mozart war auf jeden Fall rebellisch und er ist nicht gestorben. Er ist physisch nicht mehr unter uns, aber er ist bestes Beispiel dafür, dass diese Aussage, jeder, der etwas zum Ausdruck bringen möchte, wirklich das Leben darf und vielleicht sogar die Verantwortung hat, das zu tun. Und zum Abschluss, Wolfgang Amadeus Mozart ist tatsächlich auf Platz 24 der weltweit berühmtesten historischen Personen, und zwar global gesehen. Und das ist unser letzter Post, unser letztes Beispiel für eine mögliche Postreihe unserer Kampagne zum sozialen Einfluss von Kunst und Kultur. Und wir wollen vielleicht noch irgendwie einen kurzen Abschluss machen. Also was wir auf jeden Fall machen wollen, wir wollen, dass die Menschen sich angesprochen fühlen, dass sie die Inhalte teilen, dass der Wert, und das hattest du vorhin angesprochen, also dass das, dass wir da von einem Kulturgut sprechen mit humanitärem Wert, dass es zu erhalten gilt. Und da würden wir uns freuen, wenn auch ganz aktiv mitgearbeitet wird in unserer noch fiktiven Kampagne und die Leute sich eben daran beteiligen und wenn sie eine Initiative kennen, dann eben auch mit dem Mozartfest in Dialog treten und sich dann über die verschiedenen Kanäle miteinander austauschen. Ja, in diesem Sinne war das die Vorstellung unseres Projekts und vielen Dank, dass wir hier sein durften. Es waren also für uns wunderschöne Tage. Wir übergeben an dieser Stelle an unsere anderen drei Kollegen. Vielen Dank. Schauen, ob dieses Ding hier auch funktioniert. Perfekt. Okay, wir sind dabei. Und zwar, erstmal vielen, vielen Dank an meine lieben Kollegen. Ich bin super froh, was wir einen Startschuss hier hingelegt haben. Und auch von mir aus vielen, vielen Dank, dass Sie hier sind oder eingeschaltet haben. Wir haben in den letzten Tagen uns viel Austausch erlaubt. Also, da sind viele Themen gefallen, falls diese Themen Ihnen gerade entgangen sind, hier nochmal eine kleine Auswahl. Kosmopolitanisierung, Angst vor dem Unbekannten, transkultureller, transreligiöser Austausch, Interkulturalität. Wertigkeit der Kultur, Systemrelevanz, Barriereentfernung, lokales Geschehen, Zugänglichkeit, Identifikation. Und wir sehen bereits, was für eine enorme Vielfalt das Thema des Social Impacts zu bieten hat. Und an der Stelle möchte ich mich auch nochmal herzlich bedanken an Frau Meining und Frau Havenick ganz explizit, dass sie bereits zu Beginn unserer Arbeitsphase sich zu uns gesellt haben und uns ermöglicht haben, dass wir überhaupt einen Weg finden in Richtung gemeinsame Schnittmenge. Und genau das soll jetzt die folgende Präsentation auch wiedergeben. Ein Versuch, eine gemeinsame Schnittmenge zu finden. Wie gesagt, dabei besteht überhaupt keine Gewähr auf eine tatsächliche Vollständigkeit.
Lucius Annaeus Seneca hat vor über 2000 Jahren bereits erkannt, dass die Missinterpretation der Umstände sowie des Ursprungs der Gefühlslage eines Menschen eben zu diversen Phänomenen führen kann, die teilweise fraglich sind und teilweise auch katastrophale Folgen haben können. Und die Diskrepanz zwischen scheinbarer Handlung und Motivation ist wohl offensichtlich eines der Themen, die den Menschen stets in seinem Leben beschäftigen wird. Und dieses Zitat, finde ich, ist eine gute Einleitung für die Themen, die für einen Versuch, den wir uns jetzt erlauben, quasi mit einem Format, mit einem Konzept, diese Thematik, dieses Themencluster anzugehen. Und da übergebe ich erstmal das Wort an Hayden. Genau, also wie erwähnt, als wir zusammengesessen haben im Rahmen dieser Sektionsarbeit und haben uns gemeinsam überlegt, was eigentlich für uns wichtig ist, kamen verschiedene Impulse, verschiedene Input die eigentlich sogar auf den ersten Blick etwas unterschiedlich waren, aber irgendwie hatten sie was eigentlich Gemeinsames. Und sie haben auch auf mehr oder weniger dasselbe Problem angedeutet. Und als allererste kam eine Frage und sogar, wer ist der andere? Wie vielleicht jeder von uns kennt ein bisschen diesen Begriff in jeder Kultur, Kreis, in jedem Land, Religionsgemeinschaft, Kommunen, es gibt immer das Wir und es gibt immer der andere, der anders verhält, der andere, der anders lebt, der anders denkt, der anders lebt. Und es gab immer dieses Bedürfnis, dass wir immer diesen anderen definieren sollten. Und dadurch entstand auch in der Geschichte der Menschlichkeit diese Feindlichkeit manchmal oder dieses Bild von einem Feind. Es ist auch sehr interessant, gerade wie wir gesehen haben, gerade in der Corona-Zeiten, das Corona-Virus kam und auf einmal haben wir für den Blick vielleicht diesen andere Menschen vergessen und das war das andere, ja, das Corona-Virus, das war unser Feind jetzt. Und ich hoffe, dass das auch danach wird sich, dass wir das danach auch was lernen könnten, also wie wir das danach wird es sein. Das war eine von den Themen, das zweite danach. Genau, also wir versuchen jetzt quasi als Kollektiv dann jeder darzulegen, die Themenpunkte, die für uns persönlich auch sehr wichtig sind. Und das ist bei mir eben, also als, ich sage jetzt mal, objektive Angehörige einer gewissen Minderheit, also eben die Angst auch vor dem Unbekannten, die sowohl mich betraf, als ich hierher gekommen bin, und dann mich auch weiterhin begleitet hat über die Jahre hinweg in neuen Situationen, aber auch das, was ich erlebe durch meine Mitmenschen, durch mein Umfeld. Und wenn man es wagt, ja, das ist die richtige Slide, wenn man es wagt, diese Frage einen Schritt weiter zu verfolgen, geht es ja auch im gewissen Sinne darum, dass man Angst vor dem eigenen Unwissen hat, dass man dieses Unwissen auch nicht offenbaren möchte, dass dieses Unwissen einen so sehr unsicher macht, dass man es lieber ausblendet. Und dabei gibt es natürlich auch Einflüsse durch die Medien heutzutage, also wir sind im Informationszeitalter angekommen, zweifellos, genauso wie Zwänge, die entstehen aus der eigenen Kindheit, die man noch nicht verarbeitet hat. Und zudem, ich glaube, zumindest diejenigen, die jetzt in diesem Raum sind, beziehungsweise wahrscheinlich auch die meisten, die zugeschaltet haben, worauf wir uns einigen können, ist, dass eine unausreichende Beschäftigung mit geisteswissenschaftlichen Inhalten auch dazu beitragen kann, diese Angst zu konsolidieren. Ja, und aus dieser Feindlichkeit und einer Angst vor unbekannten Dingen entsteht dann oft eine künstliche Trennung und Abgrenzung innerhalb einer Gesellschaft, die ja eigentlich die gleichen Grundwerte hat. Deswegen haben wir uns diese drei Punkte so überlegt als Ausgangspunkt für das Konzept. Gut, das war das Problem. Was wollen wir machen? Also,
An der Stelle möchte ich erstmal auf einen Begriff eingehen. Also wir fangen heute mal rechts an und dann hören links auf. Wir sind ja hier im Mozart-Labor, wir wollen innovativ sein. Ein bisschen Anti-Intuition, ne? Also, Weltethos. Was ist Weltethos eigentlich? Wieso steht das da ganz oben? Weltethos wurde von einem Schweizer, das nehme ich schon mal vorweg, Improvisation, von einem Schweizer Priester, Theologe und Autor geprägt, der übrigens heute noch lebt. Man glaubt es kaum, er ist schon über fast 90 Jahre alt, oder nee, fast 100 Jahre alt. Und was heutzutage kein Wunder mehr ist. Und da geht es unter anderem um das gemeinsame Gedankengut über Religions- und Kulturgrenzen hinweg. Also ich lese es jetzt nur ab. Und dazu gehören unter anderem Themen wie zum Beispiel die Nächstenliebe oder die Maxime in der Eigenhandlung, zum Beispiel, wie Immanuel Kant einmal es als kategorisches Imperativ ausgeführt hat. Also man soll den anderen nicht das zufügen, was man selbst nicht erleben möchte, heißt es im Endeffekt im Großen und Ganzen. Genau, und das einmal vorweggenommen, was ist dann eigentlich unser Ziel? Was könnte ein Ziel sein, haben wir uns lange gefragt. Und das Ziel eben ist eigentlich, wir haben uns überlegt, wir wollen eigentlich Menschen verbinden unter diesem Hintergedanken, unter diesem Grundgedanken, unter diesem Kuppel diesem Prinzip. Und zwar diese Menschen, die können von unterschiedlichen Religionen sein, die können verschiedenen Ethnien abstammen und sie müssen auch nicht exakt die gleichen Wertvorstellungen teilen. Diese Menschen wollen wir verbinden. Und jetzt stehen an der rechten Seite noch ein paar hochgestochene Begriffe. Ich gehe noch mal kurz auf die ein. Also was bedeutet Transzendenz? Transzendenz, man geht hindurch die unterschiedlichen, scheinbaren Unterschiede zwischen den Menschengruppen, die aber einen nicht daran hindern sollen, die gemeinsame Wurzel zu erkennen und die Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen kulturellen Hintergründen. Und dann sollte das Individuum ebenfalls besinnen auf gemeinsame humanitäre Grundlagen. Und das kann zum Beispiel geschehen durch Emotionen, die Musik vermitteln kann. Und nicht zuletzt das Bewusstsein und eine gewisse meditatorische Komponente kann auch dazugehören. Und deshalb haben wir auch Live-Konzert betrieben, damit der Mensch halt eben sich voll integrieren kann in diese Räumlichkeit und in das aktuelle Geschehen, um eben auch nochmal über eigene Gedanken und Gefühlslagen zu reflektieren. Da jetzt an der Stelle nochmal ein kurzes Zitat von Hans Kühn. Ich lasse es einfach unkommentiert da stehen und stelle die Frage, wie kann eigentlich der moderne Mensch Gesellschaftlichkeit oder Menschlichkeit leben? Dann möchte ich zu dieser Frage beantworten. Ja, also auf jeden Fall, wir wollen eine Auseinandersetzung mit dem Thema anbieten. Und das war auch, wir haben uns überlegt, was ist das Medium, wodurch wollen wir diese Auseinandersetzung dann gestalten und aufbauen. Und für uns war ein künstlerisches Vorhaben ein Mittel, was wir uns darauf geeinigt haben, ein künstlerisches Schaffen, das dieses Problem auf eine Art, auf der emotionellen Ebene, auf der Ebene der Spiritualität auch damit beschäftigt. Und das auch das Thema an dieser Stelle auch annähert. Wir haben an einem szenisches Konzert gedacht, ein Konzert, das mehr oder weniger so 75 Minuten zum Beispiel dauern wird, ohne Pause, und das auch auf jeden Fall dieses Konzert, wann wird dann dieses Mittel, dass wir einfach das Thema annähern und dass wir diesen Bezug auf der Gegend zum Gegenwart und diese, warum ist das für uns jetzt gerade relevant, ist auf der Ebene der Gesellschaft, vielleicht auch politisch, das so zu zeigen. Genau, und für als erste Sache, klar, man fragt sich bei einem Konzert, was sind die Werke, was kommt, was ist die Musik, ja, das ist das Hauptsubstanz genau von der Veranstaltung.
Wir haben erstmal an Werke gedacht, die in der Musik das auch gibt, diese Ebene der Spiritualität auf jeden Fall, diese Ebene der Sakrale dabei. Wir haben klar, die auch die, wo die Musik, der Klang auch diese Emotionen auch mit reinbringt. Und wir haben an Kompositionen auch gedacht, wo die Komponisten auch in ihrem Profil das auch hatten: Interkulturalität, Beschäftigung mit Religionen, Beschäftigung mit Transzendenz, dass das auch in ihrem Profil und ihrem Schaffen auch so vorhanden war. Weil, genau, Umsetzbarkeit ist sehr wichtig, haben wir auch an Werke gesucht, die auch mit einer mehr oder weniger kleineren Besetzung auch zu schaffen ist. Und da kamen jetzt so die folgenden Werke. Wir haben klar Mozart am Anfang, das die große Messe in C-Moll. Es gibt eine Streichquartettfassung von Harmut Schmidt, die da ist vorhanden für dieses Werk. Wir haben Gurdjieff und de Hartmann, vielleicht, das ist einige von uns kennen. Gurdjieff war ein Mystiker und Esoteriker, der hatte sich sehr mit, und Komponist, klar, er hatte sich mit den mythischen Traditionen verschiedener Religionen sich beschäftigt und hatte auch seine Kompositionen, hatten auch diese Sufi-Elementen, also Klänge aus dem Osten, aus dem Nahen Osten, aus Südwestasien. Genau, und wir haben an Ernst Bloch auch, also von dem hebräischen Kontext auch dieses Werk ausgesucht. Mit Bloch, das war auch so ganz interessant in seinem Profil, er hatte eine sehr kritische auch Edomiter Religionen und das war auch so eine Sache, die in seine Werke auch behandelt wurden. Avo Pärt, klar, Spiritualität und wir kennen ja die Musik von Avo Pärt, wie das auch diese spirituelle Raum schafft. Und auch diese Transzendenz-Ebene. Und Olivier Messiaen, genau, Quartett für das Ende der Zeit. Die Besetzung, genau, ist einfach Streichquartett, zwei Holzbläser und ein Klavier. Und eigentlich diese Werke sollten dann umsetzbar sein. Genau. Für die Umsetzung ist es ein szenischer Konzert, ist es eine räumliche Inszenierung, die das stattfinden wird. Die Inszenierung verbindet Musik, verbindet Darstellung, physische Darstellung, körperliche Darstellung mit Darstellern und auch visuelle Elementen, Projektionen, die da auch in dem Raum entstehen. Diese drei Elemente kommen zusammen, um das diese Transzendenz, diese Spiritualität, diese Emotionen, diese Geschichten, das zu vermitteln und die Geschichte und auch das, was wir das Thema, die wichtigen Punkte des Themas auch, das darzustellen. Genau, und hier, wir haben genau auch da an dem Location auch ein bisschen gedacht und da kamen auch viele Gedanken, dass es eigentlich so eher ein neutrales Raum, also wir haben am Anfang gedacht, es ist eine Kirche, eine Moschee, eine Synagoge, aber dann haben wir gedacht, Ja, also wir wollen eine sakrale Art von Gebäude, aber es soll nicht konnotiert sein mit irgendeiner Glaubensrichtung, sondern es soll neutral sein und auch kein klassischer Konzertsaal in dem Sinn. Also wir wollen vermeiden, dass wir eine zu sehr erhabene Bühne haben, sondern wir wollen einen gemeinschaftlichen Raum schaffen und genau, ein Gemeinschaftsgefühl geben. Und dann können wir mal ein beispielhaftes Raumkonzept durchgehen. Und zwar haben wir gedacht, eben die Bühne, also die Musiker eher nicht erhaben, sondern auf einer Ebene mit Publikum und mit den Darstellern auch. Und die Darsteller könnten zwischen Musiker und Publikum eben den ganzen Raum bespielen. Hinter den Musikern hätten wir eine Projektionsfläche, mit denen wir die einzelnen Szenen bespielen mit Bildern und Zitaten, um diese Geschichte von verschiedenen Seiten beleuchten zu können. Und die Bestuhlung wollen wir eben auch nicht klassisch, nicht frontal, sondern unregelmäßig verteilt in, sagen wir mal, kleinen Inseln,
wo sich das Publikum, wenn es den Raum betritt, frei aussuchen kann, wo sie sich hinsetzen. Und es soll auch wirklich möglichst durchmischt sein. Also wir wollen auf gar keinen Fall, dass sich die eine Gruppe hier hinsetzt, die andere da. Es soll ein offener Raum sein. Und sobald das Konzert losgeht, kommt dann Folie 2, werden zwischen diese Inseln, also diese Publikumsinseln, bewegliche Wände, also keine echten Mauern, sondern Wände gestellt, um diese künstliche Abtrennung in der Gesellschaft zu verdeutlichen. Und auch mit einem Lichtkonzept soll das Publikum dann das Gefühl bekommen, okay, wir sind jetzt eine Gruppe und die kenne ich nicht. Und durch Dunkelheit auch so ein bisschen so ein Fremdengefühl entstehen. Oder durch zwei Gruppen werden zusammen beleuchtet und die Geschichte betrifft dann nur diese beiden. Und es soll ein künstliches Gefühl von Zusammengehörigkeit oder eben Nicht-Zusammengehörigkeit entstehen. Und genau, also dadurch haben wir eben wieder diese Emotionen, von denen wir am Anfang gesprochen haben. Eine künstliche Trennung und und die Angst vor dem Fremden. Und eine beispielhafte Szene könnte eben folgendermaßen aussehen. Genau, so eine, ja, wir hatten gedacht, dass bei jedem kompositorischen Werk, dass wir eine Szene oder eine Situation darstellen, die diesen Konflikt zwischen verschiedenen zwei Parteien oder drei andeutet. Der Konflikt, gesellschaftliche Problem, politische Problem, aber dass halt diese Abgrenzung dadurch ist schon sichtbar. Steht hier ein Beispiel, wie vielleicht kennen wir die Geschichte von Isaac und Ismail. Das ist so die Söhne von Abraham. Auf diesem Bild steht, das ist so ein Bild von Adrian Van der Werf. Und wir haben hier Abraham und die zwei Frauen, Sarah und Hagar, und die zwei Söhne, Isaac und Ismael. Isaac ist der Stammvater der Israeliten und Ismael ist der Stammvater der Araber. Und weil die beiden Frauen werden so zu Rivalinnen eigentlich um das Erbe ihrer Söhne, werden diese zwei Brüder auseinander, in ihrer Kindheit auseinander gebracht. Und diese Ursprungsmythos von der abrahamitischen Religion über den richtigen Nachfolger von Abraham war immer eine Konfliktzone eigentlich, was bis jetzt so einen Keil zwischen so diesen verschwisterten Völkern, die Muslime, die Juden oder Araber, Israelen, bis jetzt so ein Konflikt, das ist eine Ursprungskonflikt, die bis heute Tages auch so oder weniger existiert. Und die Frage war zum Beispiel, wie werden diese zwei Brüder, die einmal hatten die gemeinsame Wurzel zusammen, wie werden sie heute Tage treffen? Wie werden sie sich begegnen? Wie werden sie miteinander, wie sieht die Berührung aus? Das ist der Angst, der Fremde, vielleicht die Sehnsucht auch nach Kontakt. Und das werden wir zum Beispiel, genau, also das kommt jetzt auf der Bühne, dass wir haben genau diese Projektionen, die Darsteller, die auch das zum Beispiel wäre hier Isaac und Ismael, die sich begegnen in diesem Moment und auch so durch Körperlichkeit und Darstellung auch so Bildern erzeugen und um mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Das ist einfach ein Beispiel. Wir haben mit jedem Werk, wie ich gesagt habe, einen neuen Kontext und eine neue Szene. Ganz wichtig ist für uns klar, dass die Darsteller werden immer den Raum bespielen. Die werden immer die Mauern von einem Platz zu einem anderen bringen. Das ist einfach auch dieses Gefühl von neue Aufteilung der Grenzen entsteht. Es werden immer virtuelle Mauern gebaut, immer neue Gruppierungen entstehen. Der hier ist der andere, wir sind zusammen. Nein, der ist der andere, wir sind zusammen und so weiter. Und es wird mit ikonografischen Zitate und Tableaus und ritualisierter Handlung auch gearbeitet.
vielleicht auch Bilder, die wir kennen, ja, von unserer Kulturen, aber die wir verfremden werden. Und durch diese Verfremdung entsteht ein Perspektivwechsel. Es ist ein, okay, ich kenne das eigentlich, aber wenn das verfremdet wird, dann das bietet, dass wir auf dasselbe, das, was wir kennen, dass wir das neu darauf blicken. Und auch diese, dass es Möglichkeit da dazu gibt. Genau, und im Rahmen des Konzerts wird es dann, oder das, was wir versuchen, dass im Rahmen dieses Geschichten wird, dass die Bedürfnisse entstehen, dass es vielleicht nicht mehr jetzt wichtig, wie ich mich definiere und ihn definiere und ihnen definiere, aber wie wir diese Wege miteinander auch also gestalten wollen. Es ist wichtig, ist diese Brücken, wie wir mit uns kommunizieren, wie wollen wir als verschiedene anderen euch begegnen, um diese auch Grenzen aufzulösen und diese verbindenden Elemente auch darzustellen. Und da werden die am Ende die Darsteller so eine Art anhand auch ganz einfachen Bühnenmaterial auch Wege zwischen diese, also die Wände werden sich auflösen und da entstehen auch diesen Wege zwischen die Gruppen, diese vereinzelte Inseln, die am Anfang stand. Und da wird auch, wie Paul das genannt hat, also das Licht, die auch so diese emotionale Ebene von Grenzen und Fremde, da kommt am Ende, dass es eigentlich die Wege dazwischen, das ist, was im Vordergrund eigentlich kommen sollte. Jawohl, und zu guter Letzt, wir wollen mit diesem Konzert natürlich Leute erreichen, wir wollen ein Publikum erreichen und wir wollen auch die Botschaft weitergeben. Und da haben wir uns kurze Gedanken darüber gemacht, was könnte ein effizienter Weg dafür sein, also der auch möglichst effektiv sein sollte. Und das wäre jetzt nur eine kleine Liste, eine kurze Liste von Gemeinden, die bereits vor Ort aufzufinden wären, die wir eventuell ansprechen könnten. Wir könnten deren Vertreter mindestens zum Konzert erstmal einladen, mit ihnen jeweils individuell in Gespräch treten und fragen, ob sie vielleicht mit uns eine Kooperation aufbauen wollen, ob sie als Multiplikatorin dienen möchten, ob sie selbst was zu sagen haben, ob sie uns vielleicht auch als Sprachrohr unter anderem verwenden wollen. Und nun zu guter Letzt, Rumi war ein sogenannter Dervish. Und Dervish hatten das Merkmal, dass sie sich für ein Leben der Armut und der Austerität entschieden haben. Austerität bedeutet übrigens, dass man ein strenges Leben führt, dass man nach strengen moralischen Standards lebt und dies sein ganzes Leben durchzieht. Das ist jeweils ihr höchstes Gut. Und in dem Fall lese ich einmal das Zitat vor. Ich suchte in Tempeln, Kirchen und Moscheen, aber ich fand das Göttliche in meinem Herzen. Sie sind herzlich willkommen und werden auch ausdrücklich von mir dazu animiert, das Wort Göttliche durch wahre, schöne, das Inkludierende zu ersetzen oder was auch immer Sie in Menschen erkennen. Und ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Spaß mit den folgenden Sektionen sowie mit dem weiteren Mozartfest. Vielen Dank.